Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanieruLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Da Dans alles da abschlachtet, müsste ich erstmal ins Menü gehen und gucken, was hier passiert. Und ja, der Typ stellt sich, obwohl er ist nur hier, verdammt. Ich dachte jetzt, wo der weg ist, kann ich die Gule abschlachten. Oder hat er was gesagt? Können wir gleich noch verkaufen. Da geht's wieder hoch. Was passiert, wenn ich jetzt die Gule angreife? Wenn ich da reingehe und Paladin-Dans tötet die alle, was passiert dann? Der mit so normalen Klamotten einfach gefüttert. Die Krise. Oh, was macht denn der da? Oh. Na, da haben wir noch hier wenigstens. Alter. Ich noch mal gucken, ob es hier irgendwas überhaupt gibt. Halt nicht. Hat einfach die Mission abgegeben. Dann komme ich noch mal hin und töte alle. Hat angefällt. Los, du auch. Einmal mit Schmackes. Jetzt du los. Einmal. Oh. Warte, ich gehe einfach hier oben die Mission abgeben. Wenn der Typ außer Reichweite ist und dann tue ich die einfach da unten. Ich habe sowieso jetzt schon welche getötet, also pff. Und normale Gule und wilde Gule sind schon mal ein großer Unterschied. Und zwar, die wollen mich töten, also müssen sie leider selber sterben. So einfach ist das. Da gehen wir erstmal weiter. So, muss ich überhaupt machen hier? Na, melde ich bei Captain Kells. Da warst du. Achtung, sie sind unsichtbar. So eine universale Entschuldigung, wenn irgendjemand nicht da ist. Oh mein Gott, sie sind unsichtbar. Was zum Teufel? Okay, was auch immer du sagst. Okay, Captain Kells, wenn ich jetzt wüsste, wer das war. Ist das der im Lager oder ist das der da oben auf der Prydwen? Ob der in der Prydwen ist das? Weil ich muss ja die Paladin-Dans-Mission abgeben. Mit den Dingens hier, mit denen, ja, sehe ich doch gerade schon. Mit der verschwundenen Patrouille. Ich will eigentlich gar nicht mit der Botschaft gerade weitermachen. Ich will erstmal hier im Institut reingehen. Ich glaube, ich habe so eine Idee, wie ich sehen kann, wann ich mit irgendeiner Fraktion verfeindet werde. Ich nehme einfach von jeder Fraktion irgendwie so eine 0815 Mission an. Weil ich für Minuteman rekrutiere irgendwo mehr Dingens. Und wenn ich dann verfeindet mit einer bin, dann wird ja wohl, ich habe mich überhaupt nicht hier umgeschaut, glaube ich. Ja, hier zum Beispiel. Wenn ich mich dann mit irgendjemanden verfeindet habe, dann werden die Missionen, glaube ich, abgebrochen. Als ein Kontingent Züns uns in einem alten Tunnel in die Enge trieb. Meine unmittelbare Empfehlung wäre, die Spur zu der Person zurückzuverfolgen, von der diese Information stammt. Ich nehme an, dass ein Ödländer Proctor Quindel Lügen verkauft, um an ein paar Kronkorken zu kommen. So, wo ist wieder meine 15 Intelligenz. Somit mehr Erfahrungspunkte. Und sprechen mit denen jetzt. Counts. Sekundäre Sergeant Gavel hat sich gemeldet. Anwärter Clark hat alles gestanden. Ich glaube, dafür müssen wir dir danken. Clark wurde festgenommen und ich habe ein Patrouillenteam losgeschickt, der Stimme kommt mir bekannt vor. Zu sichern. Besser hätte es nicht laufen können. Also nicht nur von dem Spiel. Einige Kronkorken für deine Dienste. Außerdem möchte ich dir eine Rüstung aus meiner persönlichen... Schon wieder eine Rüstung? Trag sie mit Stolz, Ritter. Oh, T60.000. Okay. Ja, okay, das ist jetzt nicht so schlecht. Jetzt bin ich... Optional, eliminiere Gulde, was? Gib mir Gefängniserfahrungspunkte. Nicht wahrscheinlich. Boah, Level up. 480 €. Boah. Okay. Level up. So, jetzt kann ich hier die Sachen aufleveln, aber machen wir erstmal was anderes. Revolverheld würde ich gerne nehmen. Ich automatisiere Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Da habe ich mehr den Erlöser hier im Sinn. Er hat ja so einen wenigen VATS Verbrauch. Aktionspunkt kostet, meine ich, ja. Und ja, wenn ich den auf Level, wäre nicht schlecht. Jetzt 51 und zack. Piau, piau. Jetzt mal zu jeder Waffe hier einmal die 20% Erhöhung, außer vielleicht für die für automatische Waffen, weil ich nie irgendwie eine benutze. So, ja, Ding mal weggehen, danke. Oh, 62 und Dingens müsste Ausstärke gewesen geworden sein. Kelloggs Pistole, wenn ich die mal mitnehme. Ja. Das Array wird noch immer von Streufungssignalen gestört. Ich bin wieder eine Tonne. Du hast noch so viele Sachen dabei. Nein. Leck mich. Haben wir hier irgendwo einen, wir haben hier oben einen Shop. Warte mal. Will ich mal kurz dahin rennen. Oh, irgendwas hier verkaufen bei irgendeinem Lappen. Ja, schon dabei sind, dann nehme ich mal so eine Mission ja von diesen Techniktypen an. Ich nehme von jeder Mission irgendwie so eine 0815 Mission, von jeder Fraktion so eine 0815 Mission an. Dann sehe ich nämlich, wann ich mit jemandem verfeindet bin, weil wenn ich mit jemandem verfeindet bin, dann verschwindet die Mission. Höchstwahrscheinlich. Jeder, der an derartigen Verbrüderungen teilgenommen hat, sollte sich umgehend bei Ritter-Captain Kate zur Dekontaminierung melden. Ach, du bist das. Das wäre alles. Ich habe mich gefragt, wann ich dich wiedersehe. Das ist ein Bunker. Paladin Brandis, du hast dich wirklich verändert. Ich habe mich etwas zurecht gemacht. Es wird aber dauern, bis ich wieder in die normale Routine komme. Hör mal, ich hatte keine Gelegenheit, dir angemessen zu danken. Ich möchte dir jetzt auch noch Rüstung gibt, ne? Sie hat mich am Leben erhalten. Vielleicht kann sie. Ich wiege schon eine Tonne, Mann. Überlebender Spezial oder Special verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. Pff. Danke, Paladin. Ist nicht ganz vorschriftsmäßig, aber ich hoffe, sie leistet auch dir gute Dienste. Ich weiß nicht, ob ich hier noch einen Platz habe. Ich war zu lange weg. Vielleicht bin ich nicht mehr für die Bruderschaft geeignet. Aber ich lasse mir Zeit. Das schulde ich dir und meinem Team. Danke, dass du mir eine Chance gegeben hast. Das ist der Typ aus so einem Bunker hier, wo wir diese Patrouille gesucht haben. Hat schon Ewigkeiten her ist. War so ein alter Mann in so einem Bunker und den mussten wir, den seine Leute wurden ja alle getötet und der hat sich geweigert, in die Bürgerschaft hier zurückzukehren. Und den habe ich überredet und da war er jetzt. Du inspirierst uns alle, Ritter. Mach uns Dr. Tegan. Also muss mir ein paar Sachen abkommen. Streit anfangen, ich helfe dir, ihn zu beenden. Ich schaue mir das Angebot mal an. Gerade sind ein. Okay, was haben wir denn? Ein Flammenwerfer. Der wiegt 18 Mal. Ja, das Ding ist auch weg, bringt's nicht. Oder ist das hier, ne? Weil ich von diesen Dingstypen gekriegt habe hier, als die ja, sind halt alles so Sachen, die mir mehr Sachen geben, wenn ich weniger AP habe. Ja, die Rüstung habe ich doch bekommen, als ich hier gegen, also nicht. Ah. Habe ich jetzt. So, okay. Jetzt gehe ich aber noch mal darunter zu den Ruinen. Guckt, ob da noch was ist. Gut. Oder ein Luftdeck. Warum kann ich mich nicht von hier aus teleportieren? Ich habe vergessen, mal diesen, boah, vergessen mal diesen einen Typen Dingens anzunehmen, eine Mission anzunehmen. Egal. Ja, wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich für irgendeine Fraktion irgendeine Mission mache, nachgucken, wen ich verfeindet bin und mit wem nicht. Sonst musst du am Ende noch echt. Habe ich irgendeine Mission von der Dingens, von irgendeiner anderen Fraktion. Ja, das ist von der Railroad zum Beispiel. Also wenn dir fehlschlägt, dann bin ich wahrscheinlich mit der Railroad verfeindet. So nach der Logik gehe ich jetzt mal. So. Was? Ach, das ist Dingens. Gehört dazu. Da wo ich den Dingens, den Teleporter hinbauen konnte. Nächstes Mal, wenn ich das Institut dann betrete, dann sollte ich vielleicht mal nachgucken, ob, weiß ich nicht, was ich mache, was ich sage und tue und dann was weiß ich. Also Sachen kann man ja wohl irgendwann später auch noch mal machen. Und ich glaube, das hat alles irgendwie angefangen, nachdem ich dieses Heilmittel für diesen Supermutanten hier rausschmuggeln musste. Ich glaube sogar davor schon. Also ich werde völlig aufpassen, wenn ich jetzt da reingehe. Ich gehe einfach da rein und sage, ja, ich möchte mich euch anschließen und dann gucke ich mal, ob ich mit den anderen Dingern verfeindet bin oder nicht. So, ihr seid immer noch da, ne? Wow, hi. Mein Gott, wie sie alle synchron sich umgedreht haben. So. Okay. Bin du hungrig? Hier, Chris. Ich fressen hat doch gar nicht. Das gehe ich rein. Auch schloss nicht, ey. Irgendwie zu töten und der versucht zu töten. Genau auf den los dann. Hat er jedoch hier eingesperrt, mit ihm nicht töten. Hier war der Boss irgendwo, ne? Hallo, wie sieht du denn aus? Riesen, okay. Sagen. Oh Gott. In dem Raum auf den ersten Blick nichts, so wie nach Zeitschrift war, Wackelkosten. Aber wir sind sich nichts. Na dann. Ja, die Waffe ist überpowered. Ich weiß. 150 Schadenresistenz beim Nachladen. Was? Wir sind ja für eine Sekunde unbesiegbar. Cool. Vor was? Durch den Right Away. Ah. Ich Ich kann Paladin-Dans auch nicht zu müllen. Das ist ein Problem hier. Ah. Geschafft. Ja, wie weit ist denn das hier noch? Brenne, brenne. Nein, nicht arm. Brenne. Fast das gleiche, aber nicht genau das, was ich meine. Aber es geht. Aber es geht. Aber es geht. Ah. Jetzt eigentlich da schon alles. Genau gleich von mir. Ist irgendwo noch einer, der intakt ist mit Fusionskern? Ja, sogar. Ich eigentlich nur so aus Spaß gesagt. Oh, so. Boah. Was? Da ist der gleiche Raum. Hey, da voller Mindfuck. Oh, ist das überhaupt abgeschlossen? Steht da nicht. Boah. Na, ist aber nichts, ne? Jetzt bestimmt auf diesen Tisch, weil der Tisch voll wichtig aussieht. Okay, raus her. Haben wir Gegner erledigt. Ding, das kann man auch. Wann hätte ich bitte schon Zeit gehabt, hier die Dinger zeigen, wenn diese blöden Gule hier die ganze Zeit gewesen wären. Hey. Ja, weiter raus hier. Ist voll gelohnt. Wo ist irgendwie klar, hat sich Dingens nicht aktiviert. Inselbegabung mit 15 Intelligenz. Sie wahrscheinlich nie mal aktivieren. Ja, nein, oder doch. So, machen wir jetzt. Muss ich mir irgendeine Fraktion suchen, mit der ich den Teleporter bauen kann, womit wir ins Institut rein können. Das wird jetzt noch mal. Ich habe mir jetzt nicht diese Aufnahmesession darauf nicht vorbereitet, sage ich mal. Institut zu betreten, deswegen lassen wir erstmal. Machen wir erstmal die Mission, die ich jetzt noch habe. Ich habe so ein paar sonstige Sachen noch, die ich erledigen muss. Und zwar einmal, oder wir gehen erstmal nach Hause, weil ich da ein paar Sachen einlagern muss, weil ich kann nichts vertragen. Seht ihr mal, wie mein Haus jetzt aussieht. Ho! Auf diesem neuen Spielstand, obwohl der sah im alten Spielstand schon so aus, wie er jetzt aussieht. Er wird halt nur jetzt wieder nachgebaut, natürlich. Ja, ein bisschen verändert, aber kann man ja mal zeigen, ne? Also muss ich ein paar Sachen einladen, sonst kann ich hier nichts mitschleppen. Come on, Paladin-Dans kann mich langsam auch mal lieben, ne? Jetzt auch allen Mist mit denen gemacht. Ich muss bestimmt mit denen auch irgendeine persönliche Quest oder so machen. Ich dachte, er hat mit dem verschobenen Dings ist da mit gemeint. So, Bams. Ich dachte, meine Ahnen erstmal duschen mit der Rüstung und so. Ja, ein paar Pflanzen, ein Generator, der jetzt den ganzen Strom in meiner Basis hier, meine ganze Basis mit Strom versorgt. Hier oben habe ich wieder die Roboterbasis, den Roboterbau-Dingen hier, wie auch immer. Hier meine üblichen Sachen. Hier ein Tresor, wenn ich mal irgendwie, weil nicht einkaufen gehe, natürlich all meine Sachen da reinlagern, mich aus Versehen nichts Falsches verkaufe. Hier habe ich mal all mein Essen, mein fertiges reingeballert. Hier sind all meine Granaten und ein Boxhandschuh, was damit all meine Minen. Hier ist alles, was ich verkaufe, immer schon drin. Mich das schon, weil ich nicht alles geordnet habe. Mein täglicher Ablauf läuft eigentlich immer so ab. Ich tue erstmal alle Sachen hier einlagern. Weiß nicht, warum ich das mache, warum ich die nicht direkt benutze oder so, aber Weil ich bin messy. Ich muss halt Sachen haben. Hier die Flinte zum Beispiel, die werde ich nicht brauchen. Abgehärtete Kampfflinte, also weg damit. Die ganzen einzigartigen Sachen tun natürlich hier noch gelagert werden. Dann mal Atoms Urteil weg oder den Ernter. Also komme ich mir ein bisschen überpowered vor. Brauche ich aber eine andere Nahkampfwaffe. Wo ist schon Raunschwert? Dönermesser. Feuer oder Eis? Flamberge. Hab ich alles benannt. Ha. So, wo ist Dingens? Ja, Pickman's Klinge, mit der habe ich mich auch angefreundet. Und auf des Spielstandes nehme ich auch mal mit. Sorgt auch dafür, die Gegner bluten. Das ist ja auch verdammt stärker geworden. Ich den Perk, den ich genommen habe letztens. Dann haben wir von diesen einen Killer hier bekommen, in dieser Galerie. Und ja, meine Rüstung noch. Die T60, die ganzen Power Amazon natürlich irgendwo anders reinpacken. Das kann weg. Den ganzen Schrott. Cola kann weg. Kann weg. Den ganzen Drogen kann eigentlich auch weg. Die tue ich mal verbinden. Ihr seht also, was ich jetzt hier mache, wenn ich... Ihr seht also meinen tagtäglichen Ablauf hier, wenn ich irgendwie Sachen einlage oder so nach den Aufnahmen. So sieht das ungefähr aus. So, aber dann hier mal nichts. Hier haben wir meine ganzen Power, die ich gesammelt habe, alle in verschiedenen Designs und so. Und ja, den T60 Torso, kann ich den hier irgendwie reinpacken? Okay, warte nicht. Erstmal weg. Wie Tesla-Klamotten. Ich will also Tesla-Armor wieder haben. Im dritten Teil. So, 1000 Exemplar. So. Viele Waffen habe ich dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ach, der Überlebender. Ich hab eigentlich immer so viele Waffen dabei, wie ich weiß nicht, wie das nicht mehr runter scrollen ist. So, jetzt kann ich nicht mehr runter scrollen mit den Waffen. Und da ist für mich, das sind genau richtig viele. So, hier habe ich so eine Brücke gemacht, hier so eine Treppe. So, unten sieht noch fast alles gleich aus. Nur ich hier viele Giddyup Buttercups habe. Einen sind immer noch die Main Six. Und hier habe ich alle meine Magazine reingelagert. Alle nach, ja, ich sag mal, Kategorie geordnet, alphabetisch, richtig schön. Ich habe leider nicht mal alle Grognak's Comics wie in meinem anderen Spielstand, muss ich noch finden. Ich weiß nicht, wo ich die Filme dann noch fehlen und so, aber egal. So, ich habe alle Wackelpuppen, die ich auch im anderen Spielstand hatte, wieder. Mir fehlen noch 5 Stück, keine Ahnung, wo ich die herkriege, aber werden schon irgendwann finden. So, ich habe einen Inselalmer nach, glaube ich, noch im Inventar. Ja. Wenn ich zum Beispiel hier reinpacken. Habe ich als Stadt herausgefunden, hat man hier so einladen kann. Das war auf jeden Fall viel besser als hier diese blöden Dingens hier. Der wird jetzt hier, ja, der wird jetzt hier, muss ich alle rausnehmen und dann nochmal reinpacken, dann ordnen die sich so. Aber ansonsten ist das schon okay. So, hier unten habe ich ein bisschen schmaler gemacht, weil ich hier unten sowieso nie was habe. So, die Seite habe ich ein bisschen schmaler gemacht. Die hier nicht. Weiß nicht wieso. Auch sieht das alles so aus. Geil, was? Da wollte ich jetzt noch mal machen. Ja, ich wollte mal irgendwas Kleines machen, glaube ich. Sieht geil aus. Sieht geil aus hier. Dieser eine Hundeverkäufer. Habe ich wieder einen Hund abgekauft. Und ja, sieht doch bis jetzt Hammer aus, ne? Ich glaube, die Wände sieht anders als beim letzten Mal. Da war auch schon alles im alten Spielstand, bevor ich neu gespielt habe. Da wollte ich jetzt mal machen. Ich wollte hier was machen. Boah, lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht mehr, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich bin im Part hier. Diesmal reicht mich hier niemand an. Jedes Mal, wenn ich mich hin teleportiere, warte mal, das wollte ich schon lange ausprobieren, ob das geht. Guck mal her. Nein, es geht nicht mehr. Man kann keine Kühe mehr umschubsen wie in Fallout 3. Weil wenn man sich geduckt hat und die angesprochen hat, dann konnte man die umschmeißen. Geht leider nicht mehr. Schade. Hey, gibt es irgendwas Bestimmtes? Ja, wir sind noch nicht mit mir reden. Der einzige, glaube ich, noch, dem ich noch nicht die Beziehung offen habe. Sieht von der Perspektive auf wie so ein Luftschiff, ne? Wie eine Rakete. Boah, ich muss ja bald diese Baltic Workshop Sachen hier runterladen. Ich noch gar nicht die ganzen DLCs und so runtergeladen, muss ich mal so von nachholen. Da kann ich mir Walls irgendwo hinbauen. Oh. Was das bringt. So. Genug Zeit verschwendet, jetzt kann ich den Part beenden. Wir sehen uns dann an einem anderen Ort wieder, wo ich so ein paar Kleinigkeiten mache. Ich werde erstmal gucken, ob mich alle Fraktionen noch mögen, weil ich gehe mal auf Nummer sicher. Weil ich jetzt wieder bei der Bruderschaft irgendwas gemacht, nicht dass ich jetzt fein bin mit dem Minuteman oder irgendwie sowas. Deswegen gehe ich die anderen beiden Dinger mal kurz ab und gucke, wie die zu mir stehen. Und dann sehen wir uns gut in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.